Ja, ganz herzlichen Dank an Muhammad Ali Barsch, muss ich ja sagen, weil der Kollege Ali Barsch aus der Landtagsfraktion sitzt vorne links. Liebe Gäste und Teilnehmende am Grünen Integrationskongress, was für ein Anblick. Vielen herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Vielen Dank, dass Sie an dieser spannenden Tagung heute hier teilnehmen wollen. Und ich glaube, das zeigt auch nicht nur, wie spannend, sondern wie wichtig das Thema ist und wo die wahren Heldinnen und Helden der letzten Wochen und Monate sitzen, nämlich dort in den Flüchtlingsinitiativen, die Flüchtlingen helfen, die Tag und Nacht arbeiten, oft bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Und viele von Ihnen sind heute hier. Und ich sage das im Namen der ganzen Grünen Fraktion. Vielen herzlichen Dank, dass Sie diese Arbeit hier heute machen. Und das zeigen nicht nur die Umfragen, sondern ich bin fest davon überzeugt, das ist der NRW-Spirit. Das ist der besondere Geist, der Nordrhein-Westfalen prägt, der seit einigen Jahren, also unsere Industrieregion an Rhein und Ruhr hat gezeigt. Viele Migrantinnen sind zu Beginn des letzten Jahrhunderts hierher gekommen. Wir haben eine lange Integrations- und Migrationsgeschichte und viele haben eine neue Heimat gefunden. Und jetzt kommen wieder viele zu uns und wir wollen ein weltoffenes, vielfältiges Nordrhein-Westfalen prägen und gestalten. Heute wollen wir an diese Tradition anknüpfen und wie wir das gestalten können, da freue ich mich sehr auf den Beitrag in der ersten Keynote von Herrn El Mafalani, der sicherlich einige wichtige Impulse geben wird, wie wir das gestalten können. Aber ich möchte an dieser Stelle auch noch einigen anderen danken, die mitgeholfen haben, nämlich ganz viele aus unserer Fraktion. Alle Abgeordneten sind an diesem Prozess beteiligt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist also ein wahres Gemeinschaftswerk, was wir hier heute abliefern. Aber ein paar Namen muss ich noch mal besonders herausheben. Norbert Czerwinski und Conny Schröder, die wahrlich, also quasi Tag und Nacht, das inhaltlich gestaltet haben. Unsere Hauptpraktikantinnen Laura Emmerling und Sebastian Tigges, die immer wieder tapfer absagen mussten und auf die Sicherheitsbedingungen hier im Landtag hinweisen mussten und Leute auf die Warteliste gesetzt haben. Oder Katharina Bonz und Antje Meyer-Dost, die das ganze tägliche Geschäft abgewickelt haben. Und nicht zuletzt unsere Auszubildenden Sabrine Amadou und Julia Haltfeld. Herzlichen Dank an euch, dass ihr das möglich gemacht habt. Wir wollen heute die langen Linien und Aufgaben der nächsten Jahre durchbuchstabieren. Deswegen haben wir neben den Keynotes, die ich schon angesprochen habe, 16 fachpolitische Panels. Das ist aus meiner Sicht wirklich eine beeindruckende Zahl, die zeigt nicht nur, wie spannend die Aufgabe ist, sondern wie viel Arbeit wirklich vor diesem Land liegt. Ich hoffe, wir schaffen es einigermaßen, hier im zeitlichen Rahmen zu bleiben. Und da wir sogar die Kanzlerin an unserer Seite haben in dieser Frage, sage ich, wir schaffen das. Ja, immer Regierungsleute, wenn ich an Regierungsleute denke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich möchte ein paar wenige Grundsätze von grüner Integrationspolitik schildern. Der erste und wichtigste Punkt ist, unsere Orientierung ist die Orientierung am Grundgesetz. Und das Grundgesetz fordert die Gleichstellung von Mann und Frau, aber auch die Gleichstellung ganz unterschiedlichster Lebensformen in unserem Land. In Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und nicht etwa die Würde des deutschen Menschen oder die des weißen Mannes, wie einige Rechtspopulisten zu suggerieren versuchen. Für uns ist das Grundgesetz der gesetzte Rahmen. Und zweitens ist die Integration ein Prozess, der darin, in diesem Rahmen stattfindet. In einer Gesellschaft, die ebenfalls kein fertiges Ganzes ist, sondern sich ständig verändert und entwickelt. Und deshalb brauchen wir immer wieder die Debatte, wie soll diese Gesellschaft aussehen und wie wollen wir sie gestalten. Ich sage drittens, dass Migration, auch Flucht über Grenzen und Staaten, nichts Außergewöhnliches ist. Ich habe das eben schon gesagt, die deutsche Geschichte hatte einiges zu bieten. Von der ökonomischen Offenheit kann Deutschland angesichts der Globalisierung nicht nur profitieren, sondern wir müssen uns gleichzeitig auch den Folgen oder den Nebenerscheinungen stellen und dürfen uns diesen Problematiken nicht verschließen. Und das will ich auch sehr klar sagen, Integration ist anstrengend, manchmal sogar aufregend, und oftmals aufreibend. Auch weil wir nicht immer gleich die passenden Antworten auf die tagespolitisch auf uns hereinstürzenden Fragen haben. Aber genau weil es so schwierig ist, achten wir viertens auf die Form der Debatte. Wer Probleme lösen will, braucht eine gemeinsame und eine einbeziehende Sprache.
Wer in der Befehlssprache etwa verfällt und Zwangsassimilation und die deutsche Leitkultur fordert, der nimmt weder die Flüchtlinge noch das deutsche Grundgesetz ernst. Er vertieft Gräben, statt zu integrieren. Und fünftens, und das wissen wir Landes- und Kommunalpolitiker nur allzu gut, Integration kostet Geld. Aber ebenso gilt, diese Investition in die vielfältige Gesellschaft, sie nützt der Gesellschaft insgesamt. Wir werden als Grüne und auch als Koalition dafür eintreten, dass die Ärmeren in dieser Gesellschaft von diesem Prozess profitieren und nicht unter die Räder geraten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Anwesende, wir haben als Landesregierung eine Menge Geld bisher schon investiert. Wir waren das erste Bundesland, das Lehrerinnen und Lehrer schon im letzten Jahr zusätzlich eingestellt hat. Mittlerweile sind es 5.700 Beschäftigte zusätzlich. Wir haben im Bereich der Kinderbetreuung investiert und auch im Bereich der Unterbringung 2 Milliarden Euro im Landeshaushalt 2016 bereitgestellt. Und das sei nur am Rande bemerkt. 1,3 Milliarden Euro gibt das Land Nordrhein-Westfalen und 600 Millionen der Bund. 2 Landeseuro auf 1 Bundeseuro, von klebrigen Fingern kann hier keine Rede sein. Und wir wollen insgesamt 4 Milliarden Euro für Integration bereitstellen. Und deswegen ist es so wichtig, heute und in Zukunft über die besten Konzepte zu sprechen, die diese 4 Milliarden Euro ausfüllen sollen. Und deswegen erlaube ich mir auch noch einige Forderungen an den Bund am heutigen Tage zu stellen. Es gibt Forschungsinstitute, die gehen von 20 bis 25 Milliarden Euro an Kosten für die Integration jährlich aus. Und das Mindeste, was man fordern kann, ist, dass die Hälfte davon der Bund trägt. Bis jetzt sind es 4 Milliarden Euro bundesweit. Und ich gehe davon aus, dass die 8 Milliarden Euro, die da noch fehlen, in den nächsten Wochen von Herrn Schäuble bereitgestellt werden. Der Bund muss die Integrationspauschale erhöhen und der Bund muss die Kosten der Unterkunft dauerhaft übernehmen oder zumindest große Anteile davon. Und viele, die in der Kommunalpolitik unterwegs sind, das ist deswegen so wichtig, weil nur dann die Kommunen ihre Inklusions- und Integrationsaufgabe dauerhaft wahrnehmen können und nicht an den Aufgaben verzweifeln müssen. Ferner, und das ist der letzte inhaltliche Punkt daran, ist, wir müssen die Vorrangprüfung abschaffen. Es kann nicht sein, dass Auszubildende oder Leute, die in Beschäftigung gehen wollen, an bürokratischen Hindernissen scheitern, dass die Handwerkerinnen und Handwerker nicht zu ihren Beschäftigten kommen können. Und angesichts der teilweise schon hysterisch anmutenden Debatte über die Asyl- und Flüchtlingspolitik möchte ich auch daran erinnern, dass wir eine ganze Menge im Bund schon beschlossen haben. Ich erinnere an das Asylpaket 1 im September. Es wäre doch jetzt an der Zeit, diese Pakete überhaupt erst einmal umzusetzen, statt täglich nach einer neuen Diskussion zu rufen. Das größte Nadelöhr, und da sind sich CDU, CSU, FDP, Grüne und alle einig, ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dort müsste schneller gearbeitet werden, damit die Anträge abgearbeitet werden, damit wir wissen, ob die Flüchtlinge hier bleiben können, damit die Integration möglichst schnell beginnen kann. Und das will ich an der Stelle auch sagen, so bitter es klingt, diejenigen, die keine Chance haben, hier zu bleiben, auch zurückgeführt werden können. Und letztens, warum sitzt Herr Schäuble angesichts von 12 Milliarden Überschüssen immer noch auf dem Geld, das wir für gelingende Integration brauchen? Herr Schäuble, überweisen Sie das Geld an vernünftige Projekte, stützen Sie die Leute, die hier im Raum sitzen, damit Integration gelingen kann. Und weil ich die Rechtspopulisten angesprochen habe, ich verspreche mir von dem heutigen Kongress, dass ein anderes Signal ausgeht. Weg von den Sekundenbotschaften hin zur klugen und geduldigen Sachpolitik. Jetzt freue ich mich, wie wahrscheinlich alle, auf einen spannenden Kongress, damit die Ansätze einer solchen Politik tatsächlich auch besprochen werden können, und übergebe an meine wunderbare Kollegin Sigrid Behr, unsere parlamentarische Geschäftsführerin.